Wenn diese Menschen so behandelt werden vom IOC, ist die klare Botschaft die, wer auspackt, wird bestraft und nicht wer auspackt, wird belohnt. Herr Seppelt, die Olympischen Spiele stehen unter großem Druck. Der Zika-Virus wütet, die Kosten explodieren und es bahnt sich ein Gewaltproblem an. Wie schätzen Sie die Lage ein? Droht den Olympischen Spielen ein Desaster? Es ist, glaube ich, nicht so, dass man davon reden kann, dass die Olympischen Spiele in Rio 2016 unter einem guten Stern stehen. Das hat mit den Problemen, mit den hausgemachten Problemen in Brasilien sicherlich zu tun. Die Stimmung ist ganz anders als bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2014, hört man hier von Leuten in Brasilien. Damals gab es noch sehr viel mehr Engagement. Obwohl natürlich die Olympischen Spiele Rio viel mehr in Beschlag nehmen, als das die Fußball-WM tut, denn die fand ja in ganz Brasilien statt, während sich 90 oder 95% der Sportstätten und des gesamten olympischen Geschehens in Rio selbst abspielen. Das heißt, die Stadt selber ist unter erheblichen Belastungen und man weiß ja und kann sich vorstellen, dass auch das Sicherheitsrisiko bei Olympischen Spielen bei weitem nicht zu unterschätzen ist, dass das natürlich auch enorme Kosten verursacht. Also für Rio sind das sicherlich nicht nur angenehme Momente derzeit, sondern eher eben auch sehr angespannte, so würde ich es mal sagen. Ein Thema, was die Olympischen Spiele ja auch schon vorab überschattet hat, ist der Dopingskandal rund um die russischen Sportler. Da gab es ein langes Hin und Her. Wie sieht es jetzt eigentlich aus? Welche russischen Sportler dürfen teilnehmen, welche nicht? Tja, so richtig sicher ist das immer noch nicht, denn es ist eigentlich nach dem Reglement, das das IOC am vergangenen Wochenende vorgegeben hat, so, dass alle von Russland nominierten Athleten noch vom Internationalen Sportgerichtshof CAS bestätigt werden müssen. Und interessanterweise spricht davon niemand derzeit. Das heißt immer nur, da werden Athleten durchgewunken nach sehr merkwürdigen Kriterien. Jeder Fachverband, das ist ja in die Hände der Fachverbände vom IOC gelegt worden, scheint das nach eigenen Kriterien, nach eigenem Gutdünken durchzuziehen. Da gibt es überhaupt keine klare Linie, von wegen Transparenz da schon gar nicht. Also das Ganze sieht nicht gut aus derzeit nach meinem Eindruck. Und dazu kommt noch, was sagt der Sportgerichtshof am Ende? Wobei ich mir nicht vorstellen kann, dass die dann 3 Tage vor den Olympischen Spielen sagen werden, dass die bereits angereisten Russen dann doch nicht starten dürfen. Es klingt alles danach, als sei diese Situation eigentlich schon längst durchgespielt, durchexerziert worden. Und es ist klar, dass am Ende vermutlich 200-300 Russen dann doch an den Start gehen können. Das ist jedenfalls der Stand jetzt. Der Verzicht auf einen Komplettausschuss des IOC wirkt ein wenig unentschlossen. Kann man davon sprechen, dass der IOC-Chef Thomas Bach vor Wladimir Putin eingeknickt ist? Ein wenig unentschlossen finde ich eine sehr, sehr freundliche Formulierung für das, was hier abgeht. Das ist aus meiner Sicht eine Bankrotterklärung für das Anti-Doping-System schlechthin. Denn wir reden hier nicht von Individualdoping oder von Betrug von einzelnen Athleten. Wir reden davon, dass ein gesamtes Land, in diesem Fall vertreten erstens durch seine Athleten, zweitens durch das russische Olympische Komitee, drittens durch die russische Anti-Doping-Agentur und viertens durch die russische Regierung. Bei den letzten Olympischen Spielen und bei weiteren sportlichen Großereignissen, Weltmeisterschaften und Europameisterschaften, von Staats wegen politisch gesteuerten Sportbetrug initiiert hat, das Ganze auch noch konspirativ begleitet vom Geheimdienst, ganze Medaillentableaus von großen Sportereignissen sind manipuliert worden, sind eigentlich heute Makulatur, ein Muster ohne Wert. Und trotzdem hat das IOC gesagt, dieser größtmögliche Unfall, der größtmöglichst anzunehmende Unfall, selbst der wird am Ende noch gebilligt und man winkt quasi den Großteil der russischen Athleten durch. Denn unter dem Strich, wenn wir uns das mal genau angucken, hat es bis auf die Sperre der russischen Leichtathleten und jetzt, wie wir mitbekommen, auch der russischen Ruderer zu großen Teilen, bisher jedenfalls keine richtige harte Sanktionierung für dieses Staatsdoping gegeben. Und das heißt, die Message, die von Rio um die Welt geht, ist die, ihr könnt machen, was ihr wollt, ihr könnt dopen, bis der Arzt kommt und trotzdem werdet ihr bei Olympia wahrscheinlich zumindest in großen Teilen dabei sein. Die Party findet nicht ohne euch statt. Sie haben es schon gesagt, das ist ja systematisches Staatsdoping. Wie kann man sich so ein System vorstellen? Also wer spielt da mit?
Ich glaube nicht, dass die Sportler es nicht gewusst haben. Trotzdem sind sie für mich nicht die Täter, sondern sie sind die Opfer. Das ist übrigens das Nächste, was sehr bedauerlich ist in dem ganzen Spiel, was hier getrieben wird, dass nämlich man nach alter Manier immer sagt, die Sportler sind die Verantwortlichen für das, was in ihrem Körper gefunden wird. Das ist nach den Dopingrichtlinien, nach den Regularien tatsächlich so. Aber es lenkt ab von der Tatsache, dass wir hier von einem massiven Druck sprechen müssen, den dritte Parteien auf Athleten ausüben. Das scheint mir in Russland besonders stark ausgeprägt zu sein und das auch mit Hilfe des Staates noch unterstützt war. So nach dem Motto, friss und stirb, könnte man ja fast sagen, ist das, was hier abgelaufen ist, eigentlich in seiner Wirkung und auch in seiner Bedeutung, in seiner negativen Bedeutung, eigentlich nur mit dem zu vergleichen, was wir in der DDR in den 80er Jahren und 70er Jahren erlebt haben, als es ja auch ein systematisches staatliches Doping gegeben hat, das ja bis heute in Deutschland dazu geführt hat, dass Menschen darunter massiv leiden, gesundheitlich erhebliche Beeinträchtigungen haben, zum Teil sogar vermutlich zumindest, dass man die Ursache so sehen kann, darauf basierend gestorben sind. All das sind Dinge, die mit Doping auch zusammenhängen, aber der schöne Schein Olympias soll offensichtlich von solchen Dingen ablenken. Und das finde ich ist auch eine fatale Botschaft, dass nämlich diejenigen, die die Opfer dieses Systems sind, ob in Russland oder anderswo auf der Welt, dass die quasi immer außen vor gelassen werden, dass deren Bedürfnisse, deren Sorgen nicht geteilt werden, dass der organisierte Sport nicht anerkennt, dass diese Menschen Opfer seines Systems sind. Und das ist nicht nur in Russland so, das ist weltweit leider so. Und ich finde, das ist eine ganz dramatische Botschaft, die deshalb auch von der Entscheidung des IOC in der letzten Woche ausgegangen ist. Besonders zynisch scheint ja die Geschichte um die Whistleblowerin Julia Stepanova und ihren Mann. Sie wurde auch vom IOC ausgeschlossen von den Olympischen Spielen. Wie begründet der IOC das und welches Signal sendet das? Das IOC begründet es damit, dass sie eben ein Teil des Dopingsystems in Russland gewesen sei. Man hat sich sogar zu der Formulierung verstiegen, sie habe aktiv am Dopingsystem mitgewirkt. Heuchlerischer, verlogener, schlimmer, despektierlicher geht es aus meiner Sicht tatsächlich nicht, wenn ich mir diesen Kommentar gestatten darf. Denn was Julia Stepanova für den Weltsport gemacht hat, ist nun wirklich etwas völlig anderes. Und das kann ich, glaube ich, einigermaßen gut beurteilen, weil ich nämlich mit ihr sehr viel persönlichen Kontakt hatte und habe und die Genesis dieser Geschichte ziemlich gut kenne. Und sie ist nicht etwa eine, die nur deshalb nach vorne gekommen ist mit Informationen, die nicht nur deshalb an die Öffentlichkeit gegangen ist, weil sie plötzlich erwischt worden ist, sondern sie hat ja schon über ihren Ehemann seit 2010 Informationen an die Welt-Anti-Doping-Agentur gegeben, hat von diesem Doping-System in Russland berichtet und ist am Ende, weil sie ja dieses Doppelleben quasi in Russland gespielt hat, eben selber in die Falle getapst, die aber aus ihrer Sicht, so hat sie es jedenfalls immer dargestellt und ich halte sie für sehr glaubwürdig, eben einen Systemzwang dargestellt hat, aus dem man gar nicht rauskam. Wenn man in Russland, in der Leichtathletik zumindest, aktiv sein wollte in der Nationalmannschaft, ging es nach dem, was Julia Stepanova sehr glaubhaft erklärt hat, was andere Athleten auch bestätigt haben, eigentlich nur dann, wenn man eben auch akzeptiert, dass dazu verbotene Mittel, Dopingmittel gehören. Bedeutet das am Ende des Tages, dass die ehrlichen, nicht gedopten Sportler auch irgendwo die Verlierer sind? Alle sind Verlierer in diesem Spiel. Der Sport als solcher ist Verlierer. Die sauberen Sportler, die es auch auf der Welt gibt, mit Sicherheit und zwar nicht wenige, auch wenn ich glaube, dass es ein systemimmanentes Problem international darstellt, sind natürlich auch die Verlierer, denn sie treten jetzt an gegen Leute aus einem System, das unter massivem Korruptions- und Dopingverdacht über Jahre hinweg gestanden hat. Die Beweiskette ist eindeutig, unwiderlegbar. Aber auch die gedopten Sportler werden ein Problem haben, denn sie werden natürlich jetzt gebrandmarkt sein. Die Russen selber werden es sicherlich nicht einfach haben hier in Rio. Auch das finde ich verantwortungslos von Sportfunktionären. Und ist das am Ende vor allem, ist es aber auch ein großer Verlust für die Dopingbekämpfung weltweit. Denn offensichtlich ziehen dann Sportföderationen nach altbekannter Manier dann aber den Schwanz ein, wenn es eben dann um die großen Political Player geht, in diesem Fall Russland. Und das ist halt auch eine Botschaft, dass nämlich Dopingbekämpfung nur so lange funktioniert, solange eben nur die kleinen Fische betroffen sind, respektive solche, bei denen eben nicht so viele politischen Begleiterscheinungen dann eine Rolle spielen. Das ist alles ganz fatal. Die Dopingbekämpfung hat sich letzte Woche quasi von ihrer Zukunft ein Stück weit verabschiedet, aufgrund des verantwortungslosen Verhaltens eines Mannes und seiner
seiner Mannschaft, nämlich des IOC-Exekutivkomitees und des deutschen Präsidenten Thomas Bach.